Hallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und hier auf der nordfriesischen Marsch ohne Gräben zugange. Wir sind jetzt gerade nach dem Livestream und ich habe vorher das Spiel nochmal gespeichert und bin komplett aus dem Spiel rausgegangen und siehe da rechts oben, die ganzen Meldungen von den Ponge-Anhängern sind weg. Also das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich dachte, ich gehe mal ganz raus und dann ganz neu wieder rein und das hat funktioniert. Okay, da können wir jetzt weitermachen. Ich habe gerade gesehen, die Lohndienstleistung ist zu Ende, die ist fertig. Da müssen wir mal vor Ort schauen gehen. Jawohl, von wegen fertig. Nichts ist fertig. Da steht wieder einer dem anderen im Wege. So sieht's aus. Das gibt's doch nicht. Und dann meldet die fertig. Nein, ist nicht fertig. Dann müssen wir erstmal schauen, dass wir den jetzt hier aus dem Weg räumen. Der steht ein bisschen zu dicht dabei, obwohl er nicht in der Frucht steht. Aber er steht halt sehr schräg hier, ne? Und der Drescher hat ihn halt nicht weggeschoben. So ist das manchmal. Okay, dann komm mal mit, mein Kleiner. Komm, du musst ein bisschen Platz machen. Sonst arbeitet der nämlich nicht weiter. Und ja, der Arbeiter ist auch schon weg. Wir hatten ja die Meldung. Es ist fertig. Dabei ist es das gar nicht. Ja. Jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich den da wieder in die Spur schicke. Aber vielleicht ist das ja, weil ich gespeichert habe und aus dem Spiel rausgegangen bin. Das ist der Grund. Na klar. Eigentlich normal. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier weitermachen kann. Es kann sein, dass der Auftrag flöten gegangen ist. Das wäre natürlich möglich. Und dann bei so viel Geld. Aber es gibt ja noch einen Auftrag, der auch so gut ist. Also, so schlimm ist es nicht. Ich versuch's mal. Doch, er macht weiter. Ich hoffe, dass das auch seinen Gang geht, dass das richtig ist und dass das funktioniert. Er sammelt, kann man hier unten sehen. Ich springe mal weiter zum Traktor, den muss ich den ja jetzt... Ah, bin ich schon wieder drüber weg. Ich bin immer viel zu schnell. Da ist er. So, dann stellen wir den mal an. Erwartet Aufruf. Das ist gut zu wissen, wenn man da in einer Mission rausgegangen ist, gespeichert hat, Spiel richtig rausgegangen ist und dann wieder neu reinkommt, Spiel neu anstellt, dass man eine Mission weiterfahren kann, wie es aussieht. Ich will mal nachschauen in den Verträgen, ob das da auch wirklich so richtig angezeigt wird. Das ist ja Feld 33. Ballenpressen, nee, die 39 haben wir. Ja, es läuft noch. 66% haben wir. Okay, okay. Vielleicht ist da eine andere abgeschlossen worden, die 48. Ach ja, klar, super. Na klar, das wird die Meldung gewesen sein. Alles klar, wo wir die Ballen gesammelt haben vorhin im Stream. Okay, dann schließen wir das mal ab. So, dann ist das gut. Was haben wir denn hier noch alles? Also da sind wir jetzt noch dabei. Die Ballen muss ich dann gleich alle abholen. Dann haben wir hier noch viele, viele Aufgaben. Oh, Pressen kennen wir ohne Ende. Ballen pressen ohne Ende. Was haben wir denn hier noch für Erntegeschichten? Da war auch noch was. Mal gucken, ob da noch sowas ist mit einem richtigen guten Ertrag. Ich werde mal die Details anmachen. Wow, 193.000. Oh, Feld 66, was haben wir denn da? Raps. Ja, das ist ja ein Ding. Und ich habe hier den Mod drin, Rapsstroh. Das ist ein Geschäft, das machen wir natürlich. Also alles klar. Das nehmen wir an. Vertrag akzeptieren, also das ist ja jetzt was. Donnerlitchi, was haben wir hier noch? Was müssen wir hier? Dinkel. Kann ich eigentlich auch schon annehmen. Was ist ja eine andere Frucht? Das kann ja nicht verbandelt werden. Das muss zum Hafen dann. Guck mal nachher, wo die Felder sind, aber wahrscheinlich ziemlich weit weg vom Zielort. Das ist ja meistens so. So, das reicht erstmal. Hier ist noch eine Mission, sehe ich gerade. Die auch. Oh, oh, die hier auch noch. Was haben wir auf der 55? Dinkel. Ne, da haben wir schon eine Mission mit. Da warten wir erstmal, dass wir die andere fertig haben. Tiers Weizen, da habe ich eine laufen, mache ich jetzt auch nicht. Also die anderen machen wir später. Wir lassen es jetzt erstmal bei denen, die wir jetzt hier haben.
Und dann schauen wir mal weiter, was so geht, ne? Das habe ich aber irgendwie falsch gemacht. Das Vorgewende macht man eigentlich beim Ernten zuerst. Ja, das war wohl die Aufregung vorhin, weil so vieles ein bisschen verquer ging oder ein bisschen drollig ablief. Naja, macht ja nichts. Den Kurs werde ich löschen und auf jeden Fall anders einfahren, wenn ich das nächste Mal hier aufs Feld muss. Denn beim Ernten nehme ich grundsätzlich das Vorgewende zuerst eigentlich. Das ist ein besseres Bauchgefühl. Ich sehe das gerade eben erst. Das ist ja nicht so toll. Aber ja, der hat gleich sein Tageswerk da auf diesem Feld zumindest hier verbracht. Dann werden wir den gleich weiterschicken nachher. Okay, du bist hier angekommen. Das ist gut. Werden wir dich mal aufräumen. Noch brauche ich dich jetzt nicht sofort. Aber das kann sich hier ganz schnell ändern. Wir werden sehen, was wir alles noch anstellen. Bist du sauber? Ja, ich hatte dich schon geputzt, wie es aussieht. Alles klar, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich glaube schon. Sonst wärst du ja nicht so sauber, ne? So, wollen wir mal gucken. Stellen wir dich mal hier rein. Aber du musst schön weit nach rechts. Denn ihr zwei Kleinen, ihr geht mir bitte schön unter ein Abteil. Das klappt dann schon. So, du. Jetzt will ich noch mal gucken, ob man hier... Ja, ich schau mal rein. Ich habe hier mir jetzt das Update gezogen von diesen Paletten-Autolot-Zeugs da. Jetzt will ich mal gucken hier über Y. Rundballen Baumwolle, Rundballen 125. Na also, geht doch. Ich glaube, das sind die hier. Ja, Feinchen. Da werde ich den mal schicken. Das ist ja ein Ding. Das könnte ja demnach klappen hier. Freue ich mich. Okay, das war also der beste Tipp, Shotty, den du mir geben konntest. Ich habe mir das sofort gezogen bei dir. Reingetan ins Spiel. Und dieses Update. Und dann scheint das jetzt zu funktionieren. Supi. Vielen, vielen herzlichen Dank. Freue ich mich. So, ich werde den mal aufs Feld stellen. Das kann man ja bestimmt ganz genauso handhaben wie mit den Anhängern und dem Traktor vorhin. So, schauen wir mal. Du solltest jetzt auf Feld 33, jawohl. Müssen wir aber die richtige Funktion einstellen. So. Ne, Spinnerei nicht, aber wo... ich muss noch mal gucken, wo das war. Ich glaube, das war Raiffeisenmarkt. Ja, klar. Aber ich guck lieber. Besser ist es. 33. Nee, BGA. Nix Raiffeisenmarkt. Raiffeisen war was anderes. Das haben wir vorhin schon erledigt. Oder, nee, das ist die Ernte. Das ist die Getreideernte. Hier müssen, haben wir ja die Silageballen. Die müssen zur BGA Fortschritt. Welche ist denn das? Nord oder Süd? Ich werde mal, habe ich jetzt nicht so in der Liste. BGR Fortschritt. Da muss ich auf die Karte gucken. Ob das jetzt Nord oder Süd ist. Wahrscheinlich ist das Süd. Weil Nord wird ja benannt. Wenn ich mich richtig erinnere. Mal gucken, wo haben wir sie? Hier unten die andere. Wo ist denn der ehemalige Hof? Hier. Da müsste hier ja irgendwie die BGA sein. Süd. Da steht Müsli liefern Süd. So. Und das hier? Nord. Ja, welche ist denn jetzt Fortschritt? Na, das ist ja lustig. Gibt es hier noch eine dritte? Kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht hat er noch eine dritte hier drauf gepackt. Kann das sein? Was haben wir denn hier? Depot, Spinnerei, genau. Heizkraftwerk. Sägewerk, Molkerei. Das ist der Händler. Raiffeisenmarkt, Verkauf auch. Ja, ich weiß nicht, welche ist das jetzt? Auf der Karte steht nur Nord und Süd. Ich weiß nicht, welche das jetzt ist. Hm. Ich schick's einfach hier in die Nord.
die ist in der Nähe. Wenn es falsch ist, dann ist es halt so. Dann ist es Pech. Okay. Ich mache das mal so. BGA habe ich hier oben. Schreibe ich mal. Ne, das ist nicht richtig. Moment, da gibt es noch einen anderen Trigger. Shit, gut ballen. Da muss ich hin. Doch, ja, ist richtig. Euro-Palettenübergröße. Nö. Rundballen haben wir hier. Rundballen 125. So. Okay, dann schicke ich den mal los. Mal gucken, ob das funktioniert. Er fährt schon mal los. Jetzt bin ich aber gespannt. Und ob das wirklich die 125er sind, bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Ich glaube schon, sonst würde er die losfahren, ne? Jetzt sucht er sich erst den Punkt vom Feld. Oder was? Halt, 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 hier ist was nicht richtig. Halt, 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 da steht da was von Raiffeisenmarktverkauf. Nein, wieso das denn? Oh Mann. Felder. Das stand doch erst da. Wieso ist das jetzt plötzlich weg? Habe ich da was falsch geklickt? Wahrscheinlich. So. Jetzt bringe ich dich aber von Hand da zurück. Das geht ja gar nicht. Ich denke gerade, wo will der denn hin? War knapp mit dem Umdrehen, aber es hat funktioniert. Hier sollst du sammeln. Guck mal. Hier sollst du sammeln. So, jetzt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Nö. Hat er nicht geladen. Muss ich noch was? Ach nee, dann fährt das zum Punkt. Oder? Sehe ich das falsch? Wir beobachten das mal. Jetzt hat er Feld 33 erreicht, hoffe ich. Ja, es leuchtet jedenfalls auf. Und fängst du jetzt an? Machst du das jetzt gleich? Boah, das ist spannend. Das ist sowas von spannend. Was machst du hier für Ringelpiez wieder? Fahre zu Aufladepunkt. Fährt hier im Kreise. Aber wir lassen ihm Zeit. Er wird das schon machen. Angehalten hat er bisher noch nicht. Fahre zum Aufladepunkt. Aha. Da warst du halt schon mal. So. Ja, muss ich orientieren. Ich bin gespannt. Pumuckl ist wieder da. Ich habe das Gefühl, Pumuckl ist wieder da. Jawohl, die ganzen Tage schon. Und jetzt? Abholen und abliefern. Da steht was von 2 Sekunden. Was ist denn das? Da muss ich nochmal gucken hier. Das stimmt doch nicht. Abladen müssen wir anstellen. Ab links, rechts weiß ich gerade. Ah, links war das bei der. So, und hier schreibe ich, hier gehe ich mal auf 10. Anwenden. Das muss man ja ohne IS einstellen. Oh, das werde ich wohl bestimmt öfters noch vergessen. Jetzt macht der aus. Weil ich dazwischen gefunkt habe. Hä? Kann das sein? Komm mal ein Stück zurück. Muss ich hier auch irgendwas einstellen? Ich weiß es nicht. Eigentlich doch nicht, oder? Oh ja, ja, ja. Feld 33, Nord, Rundballen.
Der Punkt muss aufs Feld, ne? Ich denke mal, das ist es jetzt. Komm, ich mache nochmal aus hier. Komm mal zurück. Ich werde das gleich mal ändern. Mir fällt gerade ein hier, der Startpunkt sollte bei den Grasfeldern auf dem Feld liegen, damit die anfangen. Das war ja bei den Traktoren mit den Anhängern auch so. Das wird hier nicht anders sein, denke ich mal. Und da werde ich das mal eben schnell verändern. Mal ein bisschen rüberschieben hier das Ganze. Das ist wahrscheinlich gerade das, was jetzt gerade störend ist hier. Deswegen fängt der nicht an. Ich vermute, das ist der Grund. Und das ist ganz gut, dass ich das jetzt gerade hier eben probiere. Da könnt ihr mir nachschauen, also zuschauen, falls ihr auch so in etwa sowas erlebt. Dann habt ihr die Möglichkeit, das genauso zu probieren. Und es ist ja gar nicht so einfach, manchmal an alles zu denken. Echt, es ist... Shorty hat schon recht. Wenn das so weitergeht mit dem Landi, dann müssen wir den, wenn wir den spielen wollen, studieren. Echt. Es ist fast so mittlerweile. Wird immer, immer umfangreicher. So. Da vorne, das sollte so seinen Gang gehen. Jetzt machen wir das nochmal. Wir holen den nochmal hier ein Stück zurück. Jetzt ist ja der Anfangspunkt auf dem Feld. Jetzt sollte der das eigentlich machen. Stelle ich nochmal an. Editor besser aus. Nicht irgendwo hinklicken und was kaputt machen dabei. Das passiert so schnell. Jetzt gucken wir nochmal zu, ob es jetzt funktioniert. Ich bin gespannt. Was ist denn das dort gewesen? Eine Krähe, die hat ja wie so ein Düsenjet. Habt ihr das gesehen? Die hat ja so einen richtigen Schwad hinter sich hergezogen. Eine Krähe mit Düsenantrieb. Das war ein Quatsch. Oh nee, so machst du es jetzt oder was ist jetzt los? Schaltet wieder ab. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Ich weiß nur nicht was. Ich will mal gucken, wenn ich jetzt von Hand fahre, ob er dann die Ballen überhaupt aufnimmt. Na komm. Achso, jetzt nehme ich das hier unten mal raus. Der schaltet ab und bleibt hier stehen. Das ist nicht gut. Da muss ich mich wohl noch mal ein bisschen näher damit beschäftigen. Irgendwas weiß ich hier noch nicht. Nee, der lädt die gar nicht auf. Der lädt die nicht auf. Also da fehlt noch irgendwas. Okay, da lassen wir das Feld jetzt erstmal sein. Da werde ich mir offscreen noch mal beim Holger anschauen oder mal gucken, wo ich noch ein bisschen Erfahrung bekomme, ein bisschen Kenntnis erreichen kann. Irgendwas ist hier noch nicht richtig, wie ich es mache. Das liegt mit Sicherheit an mir. Oder es gibt noch ein Skript oder irgendwas, was ich noch nicht habe. Es kann auch sein. Also, wir haben ja noch ein paar andere Sachen hier zu machen, ne? Ist ja nicht so schlimm. Dann nehme ich den jetzt erstmal und schicke den nach Hause. Den Friesenjungen, den lasse ich dort stehen. So, jetzt fährst du in die Richtung, aber das wird trotzdem funktionieren. Viele Wege führen nach Rom. Ne? Du kannst auch von der Richtung aus nach Hause fahren, ganz bestimmt. So. Und ab. So, jetzt will ich mal gucken. Ihr seid hier alle angekommen. Supi. So, komm mal her. Stück zurück. Da fahren wir dort mal vorbei. Werde ich dich erstmal aufräumen. Kriege ich dich sauber? Ja, sehr schön. Alle beide. Das Gewicht und die Presse. Beide sind sauber. Das ist eine tolle Presse. Kann ich immer wieder nur sagen. Ich freue mich über diese Presse. Das ist klasse. Weil man da die Arbeitsbreite einstellen kann, weil sie so klein und handlich ist. Weil man die wirklich zielgerichtet einsetzen kann durch diese Einstellung der Arbeitsbreite auch. Das ist eine tolle Sache. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da hat der Arthur wirklich ganz was Feines gemacht. Oh, jetzt bin ich schon wieder auf der falschen Taste gewesen. So, jetzt wird ein bisschen Wasser was draus. Ich muss langsam machen, sonst dann lande ich da nicht drin.
Vorsichtig, Maritzl. Ist eine ganz schöne Eierei, aber Hauptsache, wir schaffen es, da reinzukommen, ne? Der Rest ist wurscht. So, geschafft. Komm raus. Du bist umzingelt. Okay. Oh, ich sehe, die Zeit ist schon wieder um. Ist ja Wahnsinn. So schnell geht das immer. Okay. Dann ist das so. Meine lieben Zuschauer, dann bin ich für heute erstmal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste in der jetzigen Zeit. Das kann ich euch nur sagen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Darüber freue ich mich riesig. Das wäre ganz, ganz toll. Das motiviert mich und das hilft meinem Kanal und letztendlich uns allen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt für das Zuschauen. Ihr seid einfach alle spitze und ich sage auch nochmal danke für diesen wunderbaren Stream. Das war so schön wieder mit euch. Das war eine wunderschöne Zeit mit euch und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Okay, meine lieben Zuschauer, und heute Abend treffen wir uns bei Shorty im Livestream um 18 Uhr. Das möchte ich hier nochmal kurz mit erwähnen. Ich freue mich da schon riesig drauf. Bis danach, ja, sage ich jetzt Tschüssi, eure Maritzl.